Let's go! Merci! Herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Video. Und bevor wir weiterfahren, ich möchte euch sagen, vielen Dank für die Abos, was ich letzte paar Wochen bekommen habe. Und für die Leute, die nicht in Deutschland wohnen, thank you people for the subscribes. I appreciate that. Und würde sagen, wir fahren jetzt nach oben. Befinde ich mich in Haldihanel und nehme ich euch mit auf dem GoPro. So, wir fahren jetzt nach oben. Ist einfach so geiles Wetter, Leute. Bin schon oben, nie ganz oben, aber jetzt laufe ich ja ein bisschen, gucke ich, dann fahre ich weiter, ne? Massiv Drop hier. Also massiv ist nicht, aber ist auch genug massiv. Und der Landung hier ganz unten sieht nicht so trocken aus, aber ist auch gut. Jetzt sehen wir weiter von da. Zum Beispiel bei denen hier, da wo von links gefahren ist, also mehr gefahren ist, ist super matschig. Hier der Landung sieht gut aus. Also man muss nicht unbedingt bremsen, hier überhaupt nicht bremsen. Aber die Frage ist, ob hier der Hinterrad so Drifting macht. Ja, sehen wir weiter. Oben zeigen, also überall sind fette Sprünge gebaut. Und da bestimmt unten, zeige ich später, hier auch. Den kenne ich und da weiter. Also die sind ziemlich interessant. Muss man nur locker fahren. Hier ist mega geil. Okay, Kamera an. Wir fahren jetzt zuerst die Strecke für Warm-up. Dann sehen wir, was in meinen Kopf kommt. So gut. Das war kurz. Okay, bin noch nicht vorbereitet mit der Geschwindigkeit. Oh. Hier ist Schlamm. Super drifty. Mann, Mann, Mann. Ja, so perfekt ist nicht zu fahren, noch nicht. Hauptsache sieht ja das, ne? Zeige ich von heutigen Video, wie der Zustand momentan ist, am 10. März. Nächste Tour, right? Fahren wir die Strecke von
von rechts. Boah, guck mal, was ist das? Sieht gut aus. Boah, hier ist manche. Aber trotzdem nehmen wir den hier. Hier ist auch Gap. Wow, Junge, hier ist manche. Egal, machen wir einfach Spaß. Genau. Ja, so ist das. Aber trotzdem macht Spaß. Puh. So, Leute. Sowieso fahre ich die ganze Line nicht. Also will ich nicht mindestens. Da werden wir zusammen ein bisschen, würde ich sagen, Angst überwinden. Ne? Und jetzt werde ich so einfach ohne Fahrrad, zack, einmal sehen. Hier auch. So, wie die Gaps groß sind. Hier auch ein bisschen zack, zack, zack. Ja. Und jetzt nehmen wir das Fahrrad mit und machen wir mit dem Fahrrad. Und da habe ich, stelle ich meine Handy an als zweite Kamera. Da können wir auch von der Seite sehen. Jetzt probieren wir mit ein bisschen mehr Speed. Beispiel, wie hier ist matschig. Genau. Und jetzt würde ich sagen, den hier ist easy zu schaffen. Der zweite muss man richtig freilaufen lassen und dann schaffen wir auch. Aber den sehen wir gleich. Den hier ist easy zu schaffen. Der zweite muss man richtig freilaufen lassen und dann schaffen wir auch. Aber den sehen wir gleich. Jetzt um unsere Target. Jo, haben wir geschafft. Bisschen tricky, aber ja. Der zweite kommt sehr, sehr schnell. Ja, der zweite müssen wir auf jeden Fall mit mehr Geschwindigkeit. Das wird aber schon, ne? Ja, der war super. Der war super. Oh. Oh, Junge. Pass auf. Also der war super auf jeden Fall. Jetzt war ich so ein bisschen schneller mit super Geschwindigkeit. Jo. Haben wir geschafft.
Der war super. Der war super. Ja, für solche Sprünge muss man Mathematik üben, ne? Hier, ganz links, ne? Okay, okay. Das heißt, muss ich ein bisschen mit Distanz fahren. Alles klar, dann bis gleich, ne? Treffen wir uns wieder hier, ne? Ja. Jo. Also Leute, ich habe die Jungs getroffen, ziemlich lange gequatscht und ich habe keinen Bock, heute die wilde Sprünge zu machen. Deswegen fahren wir jetzt ein bisschen zu. Immer Schritt für Schritt. Wie genau. Käfern. Und los. Auf, auf. Ja, zum Beispiel hier, ne? Genauso vor dem Sprung. Genauso da vor dem Sprung ist oh, geil. Kacke. Ja. Aber macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also Leute, wir haben schon viel gequatscht. 17.33 Uhr. Jetzt haben wir mit Nino ein Double hier gefunden. Der wird versuchen. Sieht schon aus. Kommt her. Was denkst du? Müsste gehen. Ja. Also gehen tut das auf jeden Fall, weil das bestimmt hier mit Sicherheit schon mehrere bewiesen haben, ne? Ja. Nur diese Blockade, das ist.
Musst du keine Blockade hier haben. Schaffst du, Junge, schaffst du. Schaffst du. Mann, Scheiße. Junge, jetzt schaffst du. Yo! genug weit bist du gelandet. Yes. Nice. Oh, Puls gekriegt, ja. Schön. Aber weißt du, wie weit bist du gekommen? Boah. Let's go. Easy peasy. Mein Gott, das ist. Das war zu weit, Junge. Jetzt muss ich ein bisschen langsamer, weil bin ich so weit gelandet. Ja, nice. Hey, bei dem musst du gar nichts machen, weißt du? Ja, muss man abziehen. Geil. Oh, hier ist noch eine, wusste ich nicht. Junge, was für geile Line ist das? Was ist hier? Okay. Das muss ich erst mal sehen. Achso, okay. Ja, nächstes Mal. Das kenne ich auch nicht. Hier muss ich schneiden. Nee, ich lasse mal so. Ich dachte, das ist kurzer, weißt du? Das ist mega. Junge, geil. Das ist so geil, ich wusste nicht. Hey, das macht mir Spaß von oben. Herrlich. Jo Leute, bin ich schon im Auto. Ist schon 19 Uhr, bin ich seit 14 Uhr hier. Ja genau, haben wir viel gequatscht, viel gefahren. Jetzt ist schon dunkel. Ich würde sagen, danke euch für's Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte mir ein Abo lassen, Daumen hoch, give some love. Und ich wünsche euch ja, einen schönen Abend noch. Würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.